tanzen, komm. Künstler hier am Start die drei Tage. Wir haben 85 Gastronomiebetriebe mit jeweils, keine Ahnung, 5 bis 8 Leuten, die alle, für die wir alle Ansprechpartner sind. Die wollen alle irgendetwas von uns, das Strom gehabt nicht, das Wasser ist kaputt und so weiter. Und das versuchen wir hier dann mit unseren Partnern zu regeln. Ich fühle mich unheimlich sicher. Ich habe jetzt gehört, 250.000 Leute in den drei Tagen, heute Abend allein 50.000. Und was hier an Sicherheit gemacht wird, das ist ja leider seit Duisburg Standard und hier in Koblenz, das haben sie echt super hingekriegt. Noch dazu habe ich mir hier diese App geladen, diese Sommerfest-App, kann ich nur jedem empfehlen. Da würde man im Notfall auch Push-Mitteilungen bekommen, also Mitteilungen, wie man sich verhalten soll. Also besser kann man es hier nicht machen. Ich kann nur sagen, toi, 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 Tom Steinbach und sein motiviertes Team. Sehr, sehr viele Einsatzkräfte im Einsatz. Wir stehen hier unmittelbar vor dem Löschboot, für das ich heute der Abschnittsleiter bin. Und wir bereiten jetzt alles vor, um gleich den Konvoi begleiten zu können. Also es ist, die Berufsfeuerwehr ist natürlich im Einsatz und die Freiwilligenfeuerwehren. Alleine können wir das gar nicht alles bewältigen. Wir haben sehr, sehr viele Unterstützer, auch aus dem Umland von Feuerwehren, die uns da hier ergänzen und unterstützen. Das Feuerlöschboot Bonn stößt auch gleich noch zu uns und fährt dann auch mit dem Konvoi. Ja, nicht nur Sicherheit, sondern das komplette Programm wird ja hier auch verwaltet sozusagen. Wir haben einmal das Thema Sicherheit natürlich, weil hier kommen heute Abend 50.000 bis 70.000 Leute nur hier unten an das Ufer. Die müssen irgendwie hinkommen über das komplette Straßenverkehrssystem, über den Nahverkehr. Da sind wir im Prinzip die Anlaufstelle. Wir haben das alles verteilt vorher mit unseren Leuten vom Ordnungsamt, von der Straßenverkehrsbehörde, von der Polizei, von der Feuerwehr. Die sitzen im Prinzip hier alle, um zu gucken, ob alles gut läuft. Wir haben ja die kompletten Pläne, wir haben die Videoüberwachung, die es gibt. Wir haben die Beschallungstürme, die hier stehen, damit wir die Besucher ansprechen können, wenn irgendwas ist, informieren über das Programm. Und das wird im Prinzip von mir als Veranstaltungsleiter mit meinen Kollegen zusammen überwacht. Komplett mit den Verbindungsbeamten, Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, die auch hier sitzen. Das heißt, wir haben kurze Wege, wenn irgendwas sein sollte, hier auf dem Gelände oder in der Stadt, kriegen wir das relativ in kurzer Zeit hoffentlich alles gut geregelt.
Koblenz verbindet.